Moin zusammen, Mittwochmorgen, Tauwetter in Bremen. Wir haben mittlerweile Tag 3 unseres Experiments. Wie weit kommen wir wirklich mit dem ID3? So, in den ersten 2 Tagen sind wir 120 Kilometer gefahren und ja, Restreichweite haben wir 87 Kilometer. Das müsste theoretisch für 200 Kilometer reale Reichweite im Winter reichen. Aber der springt ja ständig mit der Anzeige, wie wir gesehen haben, so dass wir das jetzt real mal ausmessen. Ja, was ist zum Wetter zu sagen? Wie ich gestern schon vermutet habe, länger als 3 Tage Winter gibt es in Bremen eigentlich nie. Und wir haben 1 Grad und es soll bis zu 7 Grad werden. Es wird ein richtig matschiger Tag werden. Wir gucken mal, wie viel Kilometer wir dann hier auf den Tacho kriegen. Moin! Hier ist gefilmt. Ich werde gefilmt, das ist schön. Bleib mal stehen. Ich muss heute arbeiten. Im Büro. Und muss den Wagen auf Null fahren. Es sind noch 87 Kilometer drauf. Musst du heute ausmessen fahren? Ich muss einmal in die Stadt, ja. Ja, das ist doch wunderbar. Das sind 40 Kilometer. Circa. Ja. Und hin und zurück. Und 80 Kilometer. Hier. Hier ist der Schlüssel. Danke, ich freue mich. Ich darf aber zwischenladen, wenn ich doch leer bin, ne? Nein. Nein? Okay. Kein Zwischenladen. Kein Zwischenladen. Mit null hier auf den Hof kommen. Ja. Du bist erfahrener Kona-Fahrer, das kriegst du hin. Das bin ich, Dennis Witthus. Und seit 2016 teste ich Elektromobilität im Alltag. Nicht als professioneller Autotester, sondern als ganz normaler Typ, der versucht, ohne Benzin und Diesel durchs Leben zu kommen. Und in diesem Monat tausche ich meinen Tesla Model S gegen einen neuen Volkswagen ID3. Und ihr dürft mich dabei begleiten. So, der arme Herr Sentürk, das ist mein Mitarbeiter, mein Spezialist für Objekte und so. Der wird jetzt losgeschickt mit diesem Wagen mit wenig Akku. Da freut sich doch jeder, mit einem Wagen mit wenig Akku losgeschickt zu werden. Ja, das ist auch der Spezialfall für jeden Elektroautofahrer, mit wenig Akku eine lange Strecke zu fahren. Das, genau, weil wir müssen ihn jetzt ja auf Null fahren. Und ich gebe Ihnen hier einmal, Herr Sentürk, diese Kamera zu treuen Händen. Sie müssen hier reingucken und nicht auf diesen Bildschirm. Ganz wichtig. Machen wir. Wir versuchen unser Bestes. So, also dann, liebe Zuschauer, ich wünsche euch eine schöne Zeit mit Bekir Sentürk. So, da haben wir mal ein bisschen Spaß. So, schönen guten Morgen. Nochmal im Ganzen Bekir Sentürk. Ich fahre seit ungefähr 2 Jahren die Kona Electric von uns. Davor bin ich die Zoe gefahren. Jetzt hat mich mein Chef in die ID3 reingesetzt mit 83 Kilometer Restreichweite angezeigt und mein Ziel ist bei 47 Kilometer. Wenn wir jetzt rechnen können, heißt das, ich fahre eigentlich 94 Kilometer und das Auto zeigt nur noch 82 Kilometer jetzt an. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. Wir fahren einfach mal los und dann gucken wir. Wir haben 28 Kilometer noch zum Ziel. Der ID3 hat das erste Mal gemeldet. Akku bitte laden. Wir haben 64 Kilometer Restreichweite und fahren hinter einem LKW und einem Kaschkai hinterher. Mit 84 km/h auf der Autobahn. 28 Kilometer noch bis zum Ziel. Ich glaube, das packt er nicht, dass ich wieder im Geschäft ankomme, ohne zu laden. So, wir sind an unserem Ziel angekommen, haben 43 Kilometer gefahren und haben noch eine Restreichweite von 44 Kilometer.
Bis jetzt konnten wir den Durchschnitt senken. Also theoretisch sollte das jetzt mit dem Rückweg auch funktionieren. Wir lassen uns mal überraschen, was der ID3 noch so an Spirenzien macht. Weil was mir aufgefallen ist, wenn man mit Tempomat auf der Autobahn fährt und seine Geschwindigkeit auf 90 km/h einstellt und er sieht auf einmal irgendwann ein Straßenschild mit 120, dann fängt er an zu beschleunigen. So, herzlich willkommen im Wahnsinns-Express der Firma Vetus. Wir haben jetzt noch eine Rest-Zielankunft-Kilometer-Reichweite von 39 Kilometer, die wir bis zum Ziel benötigen. Wie man hier sieht, 39 Kilometer bis zu einer Heimladestation. Und unser ID3 hat gerade eine neue Anzeige. Und zwar sehen wir jetzt eine 9%. Er hat mich auch schon gebeten, dass ich irgendwo lade. Leider hat mir mein Chef verboten zu laden. Aus diesem Grunde habe ich mir jetzt einen Kaffee geholt, dass wenn ich liegen bleibe, ich wenigstens noch was Warmes zu trinken habe. So, wir haben noch 20 Kilometer bis ins Geschäft und 14 Kilometer Reichweite. Wir rufen jetzt einfach den lieben Dennis einmal an und fragen ihn mal, ob er mich auch abholt oder wenn ich liegen bleiben sollte oder ob ich laden soll. Weil beim letzten Video, als wir die Kona leer gefahren haben, habt ihr ja mitbekommen, ich war da eher ein bisschen ruhiger. Nur mein lieber Chef, da wollte ja immer, dass ich nicht so viel Gas gebe, weil er eventuell doch ein bisschen Reichweitenangst hat. Man weiß es nicht. Aber wir rufen ihn jetzt mal an und gucken, was passiert. So, es klingelt schon mal. Ich. Hallo. Hallo. Ich wollte dich eigentlich gerne fragen, weil ich habe jetzt noch 19 Kilometer bis in den Betrieb und habe eine Restreichweite von 13 Kilometer und 3% Akku. Oh. Ja. 3%. 3%. Wo ist denn die nächste Säule? Die nächste wäre jetzt in Ridderhude. Da haben wir einen 50 kW Lader. Das wäre die nächste Möglichkeit, aber das ist so in ungefähr 5 Kilometern. Oh. Dann wird es ja richtig knapp bei 3%. Wie weit bist du denn jetzt gekommen? Auch über. Das waren 43 Kilometer hin und 43 Kilometer zurück, müsste ich jetzt einmal rechnen. Ja, guck mal da bitte in den Tageskilometerzähler. Warte. Abladen sind es 197 Kilometer ab dem letzten Laden. Ja, also ich würde jetzt auch noch ein bisschen laden kommen, glaube ich. Ja, aber wir wollen das Schicksal jetzt nicht herausfordern. Bei 3% Restreichweite fährt man zum nächsten Lader. Ansonsten, ja. Gut, dann ja, wunderbar. Hol ich eine Ladung ab. So, der VW sagt uns jetzt nur noch rangieren möglich. Bitte laden, Bordbuch beachten. Also, so schaut das aus. Bitte in 1000 Metern rechts abfahren. Wir fahren jetzt einen kleinen Umweg über den kleinen Charger an der Tankstelle. Das heißt, wir biegen jetzt hier rechts ab und gucken mal, ob der frei ist. Weil das ist etwas, was man nicht machen sollte, wenn der Akku so leer gefahren ist, wie er jetzt ist, zu einer Ladestation hinfahren und hoffen, dass die Ladestation frei ist. Weil sonst müssen wir jetzt da stehen und wir warten, jetzt bis dann die Ladestation frei ist. Ja, mal gucken, ob ich ankomme. Wie soll ich sagen? Es gibt eine Situation im Leben eines E-Autofahrers, wenn der Akku leer ist, der wird erwischt. Wir sehen hier einen Tesla, der nur am Typ 2 Stecker dran steckt, aber er steht so perfekt in dieser Parklücke, dass kein anderes Auto sich da reinstellen kann. Gerade als E-Autofahrer sollte man eigentlich rücksichtsvoll mit den anderen Personen umgehen, die auch laden müssen. Jetzt steht hier ein Tesla. Ich hoffe für ihn als Ehrenrettung, dass er den Wagen hat automatisch parken lassen, weil ansonsten muss man eigentlich mit ihm nochmal sprechen. So, das Auto piepst nur noch. Wie gesagt, die Ladestation war leider besetzt. Die nächste Ladestation ist die 22 kW Ladestation in Fegesack. Unser Auto hat 0 Kilometer Reichweite und wir tuckeln jetzt mit 70 auf der A270 auf der rechten Spur. Ja,
Bitte in 1000 Metern rechts abfahren in Richtung Bremen-St. Magnus.